Ja, also der Basti hat schon gesagt, wir führen unsere Predigtreihe fort, die wir im Juni begonnen haben. Und über den Heiligen Geist, dieses wunderschöne Bild und dieses Segelboot, wo ihr euch vielleicht erinnert, man erinnert sich ja auch gerne an Bilder, die bleiben auch hängen. Und dieser Wind des Heiligen Geistes, der uns auch heute Morgen erfrischen möchte. Der Titel dieser Serie lautet eigentlich über uns hinaus befähigt durch den Heiligen Geist. Und ich möchte euch, weil wir ja schon beim Urlaubsgeschichten erzählen sind, kurz eine Geschichte erzählen, die ich erlebt habe, wo ich über mich hinaus gewachsen bin oder wachsen musste. Ich war 3 Tage in den Bergen. Ich habe euch im Juli erzählt, war mal so ein Eindruck, ich soll mit Jesus 3 Tage in den Bergen verbringen. Und da ist noch was Interessantes passiert. Ich bin also da in den Allgäuer Alpen, Oberstdorf, so Richtung Nebelhorn, großer Daumen, wenn euch das was sagt. Da habe ich eine Bergtour für mich alleine gemacht und dachte, jetzt gehe ich noch aufs Nebelhorn am Schluss hoch. Und ja, ich glaube, so letzte Talfahrt der Gondel, so etwa 16:30 habe ich, glaube gelesen. Es passt schon noch, ne? Also die Bayern sagen immer, es passt schon. Und dann las ich, als ich dann am Nebelhorn oben war, letzte Talfahrt 16:20 Uhr, die Uhr geguckt, oh, 16:22 Uhr, und die letzte Gondel mit den Bediensteten fährt vor meiner Nase runter. Okay, bedeutet, kurz in mich gehen, das war's. Und dann habe ich gedacht, als guter Sportler und Kämpfer, ich jogge noch runter die 400 Höhenmeter zur Mittelstation, vielleicht fährt da eine Gondel noch später. Und habe ich das wirklich gemacht, so in 20, 25 Minuten, wie so ein Verrückter da runtergerannt, mit dem Rucksack, so einen steilen Weg. Ich komme zur Mittelstation, da ist es auch schon auffallend ruhig. Und ich dachte, oh, und dann habe ich 2 Bedienstete getroffen und die haben kein Wort Deutsch gesprochen, die haben nur mein Anliegen haben die erkannt und haben nur gesagt, geht nichts mehr. Und das bedeutete, nochmal in mich gehen und sage, okay, ich komme von 2200 irgendwie 24 Meter Nebelhorn und muss runter auf 850. Und das habe ich dann gemacht. Ich bin dann nach 6-7 Stunden Bergwandern noch abgestiegen. Und ihr könnt euch vorstellen, ich finde es interessant, dass hier so eine Wasserflasche stand geblieben ist heute Morgen. Mir ging das Wasser nämlich aus, als ich runtergelaufen bin. Und was hätte ich gegeben für so eine Wasserflasche, die da einfach stehen bleibt? Muss man ja noch gucken, wie lang das Wasser dann schon drin gewesen wäre. Aber auf jeden Fall, ich war sowas von ausgetrocknet. Ja? Und die Zunge klebt am Gaumen. Und das habt ihr vielleicht alle schon mal erlebt. So ein Durst, wo du dermaßen Lust hast und dir das schon vorstellst. Und ich bin in die erstbeste Gaststätte in Oberstdorf im Tal. Dann haben sie mir, der völlig verschwitzt war, so ganz in der Ecke noch so einen Tisch ja, dass ich so ein bisschen abseits sitze und ich habe getrunken. Und dieser erste Schluck, also ich möchte euch ein bisschen so mit reinnehmen, wenn du einen richtigen Durst hast, so dieser erste Schluck, der dann, du trinkst ja deine ganze Flasche irgendwie auf einmal aus, ja. Das war einfach wunderbar und Germknödel habe ich dann auch noch gegessen und so weiter und so fort. Also über mich hinausgewachsen, ja. Und wenn wir jetzt heute über anknüpfen und über uns hinaus wachsen denken, dann ist es im Gegensatz zu meiner Geschichte nicht gemeint, dass es aus eigener Anstrengung geschieht, sondern dass der Heilige Geist uns befähigt, über uns hinaus zu wachsen. Und dass das eigentlich so ist, gell? Stellt euch mal vor, Jesus sagt, wer an mich glaubt, von dem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich habe es gerade von Wasser gehabt. Es ist ganz normal, es ist ganz natürlich, dass wir über uns hinaus leben, weil das Übernatürliche, der Heilige Geist in uns lebt. Also über uns hinaus zu leben, ist was ganz Natürliches. Und wir haben vielleicht nochmal ganz kurz zum Rückblick, haben schon geschaut im Juni, wie erfüllt uns der Heilige Geist mit Hoffnung. Er ist der Wind, der uns motiviert, der uns Leidenschaft schenkt, der uns mit Freude, mit Frieden füllt. Und dann haben wir auch uns angeschaut, der Heilige Geist redet zu uns, wie können wir Gottes Stimme hören und wir können sie auch als Gemeinde hören. Und heute Morgen geht es um, das wäre jetzt mein Thema, auf das ich mich freue, das mich auch herausgefordert hat, eine Ermutigung, wie wir in und mit den Gaben des Heiligen Geistes leben und da auch noch tiefer mit euch einzusteigen. Und ich möchte beginnen mit einem kurzen Vers aus 2. Timotheus 1, Vers 6, wo
Paulus dem Timotheus Folgendes schreibt: Aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Wir wissen jetzt nicht ganz genau, welche Gabe das eigentlich ist, die Paulus da meint. Vielleicht ist es auch die Gesamtheit aller Gaben, die Timotheus gegeben sind. Aber es geht darum, dass Paulus den Timotheus auffordert, dass er ihn bittet, dass er ihn ermutigt, entfalte das, entfache diese Gabe, die Gott dir gegeben hat. Strebe danach. Das ist der Herzschlag. Wir sollen das Potenzial, das Gott uns gegeben hat an geistlichen Gaben, sollen wir entfachen. Und ich glaube, das Thema hat damit zu tun, inwieweit wir den Mut haben, die Freiheit haben, das, was Gott in uns hineingelegt hat, auf eine ganz natürliche Weise über uns hinaus fließen zu lassen. Und wenn es um die Geistesgaben geht, dann werden die bibelkundig sind, wahrscheinlich an die drei Kapitel im 1. Korinther denken, 1. Korinther 12 bis 1. Korinther 14. Und da finden wir auch tatsächlich im Neuen Testament am meisten darüber. Und ich möchte versuchen, ich weiß, es ist ein bisschen Quadratur des Kreises mit euch, in diese Kapitel hinein zu springen, hineinzutauchen. Ich weiß, es ist viel, aber ich versuche das so zusammengefasst rüberzubringen, dass es auch aufgenommen werden kann. Seid ihr bereit? Habt ihr ein bisschen Durst? Ich hoffe es. Okay, dann steigen wir mal ein. 1. Korinther 12, 1 bis 3. Da schreibt Paulus den Korinthern Folgendes. Ein weiterer Punkt, den ihr erwähnt habt, liebe Geschwister, sind die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Es liegt mir sehr daran, dass ihr in dieser Sache genau Bescheid wisst. Also was nehmen wir daraus? Das erste ist, Paulus sagt, es ist wichtig, dass wir über die Gaben des Heiligen Geistes Bescheid wissen. Die Korinther und ich glaube auch wir. Das zweite, was interessant ist, ein weiterer Punkt, den ihr erwähnt habt. Also wir können davon ausgehen, beim ersten Korintherbrief, dass es eigentlich der zweite Korintherbrief ist, weil der erste verloren ging. Ja, es gibt höchstwahrscheinlich drei Korintherbriefe. Der erste Korintherbrief, den wir haben, ist eigentlich der zweite und der zweite ist der dritte. Deswegen könnte es sein, dass der erste Korintherbrief, der in unserer Bibel steht, auch Antworten sind, die Paulus gibt auf Fragen, die Korinther an ihn gehabt haben oder Fragen, die aufgekommen sind. Und die hatten einige Fragen, wenn man da den ersten Korintherbrief mal sieht, da musste Paulus relativ viel ordnen. Dann geht es weiter. Vers 2, denkt an die Zeit, als ihr noch nicht an Christus geglaubt habt. Damals habt ihr euch ständig irreführen und dazu hinreißen lassen, den Götzen zu dienen, Götzenbildern, die nicht einmal reden können. Deshalb weise ich euch auf Folgendes hin. Niemand, der unter der Leitung von Gottes Geist redet, wird jemals sagen, Jesus sei verflucht. Und umgekehrt kann niemand sagen, Jesus ist der Herr, es sei denn, er wird vom Heiligen Geist geleitet. Finde ich richtig spannend. Es sollte uns, dieser dritte Vers sollte uns eine gewisse Gelassenheit geben im Umgang mit den Gaben des Heiligen Geistes. Und wenn Jesus durch den Geist Gottes in uns lebt, dann brauchen wir nicht viel Angst haben, dass da jetzt ein anderer Geist wirkt. Amen. Also, Paulus sagt, macht euch mal nicht so viele Sorgen, wenn der Geist Gottes wirkt und wenn der Geist Gottes sagt, Jesus ist der Herr und wenn er den bekennt, dann sind wir im Heiligen Geist und dann brauchen wir uns nicht so viel Sorgen machen, dass da jetzt ein ganz anderer Geist wirkt. Und jetzt schauen wir auf die nächsten drei Verse, wo Paulus einen schönen Überblick gibt. Die Verse 4 bis 6, da heißt es, es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns wirksam werden. Ich habe euch mal ein Beispiel gebracht, das wäre die nächste Folie. Da sind zwei Personen mal abgebildet. Ich habe jetzt mal die Annette und den Karl-Heinz, den Kalle, genommen und mal versucht, anhand denen das mal zu erklären, was Paulus schreibt. Also es gibt immer eine Person, die hat eine Gabe und die ist eine zugeteilte Gabe von Gott und diese Gabe entfaltet eine Wirkung. Also zum Beispiel die Annette hat eine prophetische Gabe
Und die Wirkung ist, dass Menschen dadurch ermutigt und getröstet und ermahnt werden. Und der Karl-Heinz, der Kalle, der hat eine Gabe der Heilung, Heilungen steht drin, interessant, eine Mehrzahl, also da ist eine Vielfalt drin. Und ich würde mal sagen, heilen bedeutet, dadurch werden tatsächlich Menschen gesund, Schmerzen werden gelindert, sie werden auch innerlich gestärkt. Auch das kann man ja sehr vielfältig verstehen. Und wenn wir so einen Kalle und so eine Annette im Gebetsteam haben, wow, dann können diese Gaben fließen, aber die müssen auch nicht im Gebetsteam sein. Und diese Gaben können auch mal einmalig auftauchen, aber ich glaube, bei Gaben und Fähigkeiten geht es in der Regel so, dass wir die dann auch haben und dass es ein Potenzial ist, das uns zur Verfügung steht. Und ich habe ja auch noch drunter geschrieben, beim Vers 7, da heißt es, dass eben die Gaben alle dazu da sind. Also bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber es geht immer darum, der Gemeinschaft zu dienen. Also Gaben haben immer einen dienenden Charakter. Die sind nicht für uns da, sondern die sollen sozusagen als Geschenke, die wir einander verteilen können. Ich möchte euch ein Beispiel noch machen. Bei mir, wie das war, ich hatte ja durch das, dass ich im evangelischen Jugendwerk aufgewachsen bin, tendenziell noch keinen großen Bezug zu diesen geistlichen Gaben oder dieses Bewusstsein nicht. Und wir waren dann, Bea, als wir recht frisch verheiratet waren, in der Gemeinde, wo der Pastor eine sehr starke prophetische Begabung hatte. Und er hat dann auch über uns prophetische Worte ausgesprochen. Und ich dachte immer, das fasziniert mich, das finde ich richtig super, das wünsche ich mir auch, ich möchte da wachsen. Und da hat Gott so etwas in mich hineingelegt, dass ich begonnen habe, wirklich danach zu streben und zu sagen, ich wünsche mir, dass ich das auch kann, dass ich darin wachse, weil ich so stark ermutigt wurde dadurch. Ich möchte gern andere Menschen auch ermutigen. Also so ist das bei mir entstanden. Und ich glaube, dass das dann auch ein Übungsprozess ist, der über Jahre, ein ganzes Leben lang dauert. Und das ist dann echt schön, wenn man mal einen Eindruck weitergibt an andere und die sagen, oh, das passt jetzt total in meine Situation. Und manchmal passiert gar nichts. Ich bin ein Mensch, ich kann Fehler machen. Aber deswegen ist es schön, dass ich mich immer wieder auch traue, es wieder zu machen. Und wenn es eine schöne Wirkung hat, ist es doch wunderbar, wenn es Menschen ermutigen kann. Also ich möchte euch ein bisschen ermutigen, ganz natürlich damit umzugehen. Und jetzt kommt ja diese Liste, die Paulus dann aufstellt. Da gehen wir jetzt einfach auch mal im Galopp ein bisschen durch. 1. Korinther 12, 8 bis 11. Dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsicht in Gottes Weisheit weiterzugeben. Vielleicht eine Erläuterung, wenn ich jetzt hier, das ist die neue Genfer Übersetzung und ich habe die Begriffe, die jetzt andersfarbig sind, sind dann aus der Elberfelder, wie also zum Beispiel Erkenntnis steht in der Elberfelder und die neue Genfer übersetzt das mit der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. So erklärt die neue Genfer Übersetzung diese Gabe der Erkenntnis. Ich finde es relativ gut gelungen in der neuen Genfer Übersetzung. Dann heißt es, einem Dritten wird ebenfalls durch denselben Geist ein besonderes Maß an Glauben gegeben. Jeder ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Also erinnert euch an den Kalle. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun. Da steht streng genommen eigentlich Kraftwirkungen, Machtwirkungen drin. Ein anderer prophetische Aussagen, das wäre jetzt Weissagung zu machen, wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht, die sogenannte Unterscheidung der Geister. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind, ein anderer das Gesagte in verständlichen Worten wiederzugeben, das wäre die Auslegung der Sprachen. Das ist so die ganz exotische Gabenseite, zu der ich dann nachher noch ein bisschen was sage, wenn ich zu 1. Korinther 14 komme. Und jetzt im Vers 11 sagt Paulus noch, das alles ist das Werk ein und desselben Geistes und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Weißt du, welche Gabe Gott dir oder welche Gaben Gott dir zugeteilt hat? Hast du da schon ein Bewusstsein dafür? Und ich kann dich beruhigen, wenn du jetzt 1. Korinther 12, 8 bis 11 gelesen hast, oh, da bin ich mir nicht so sicher. Gibt es auch noch andere Gaben als die? Ja, es gibt auch noch andere Gaben. Es gibt, und das zeige ich euch gleich, es gibt auch noch andere Gabenlisten.
Und wir sind da manchmal ein bisschen, als Deutsche wollen das auch sehr systematisch verstehen, aber Paulus hat in verschiedenen Bibelstellen, führt er noch andere Gaben auf, die ich euch gleich zeige. Was ich schön finde, und nehmt das mal als Bild mit, wir denken manchmal diese geistlichen Gaben, stellt euch mal so einen Baum vor, wir haben hier Äpfel heute mitgebracht, erkläre ich dann auch, warum das so ist. Und diese geistlichen Gaben, das sind die Äpfel, die hängen so ganz oben in der Krone und oh, das ist ganz, ganz weit weg. Ja, und man kommt da, muss sich da richtig strecken. Und ich glaube, dass wir ermutigt sein können, die geistlichen Gaben sind einfach da, die sind uns gegeben, die können wir nehmen, die sind schon in uns drin. Also das ist gar nicht so kompliziert. Und ich dachte manchmal früher, wenn ich so gelesen habe, jetzt kommt eine Gabe der Weisheit und der Erkenntnis und ich stehe da vorne auf der Bühne, jetzt trifft mich irgendwas und ich beginne zu zittern und jetzt kommt dieses Wort der Erkenntnis und ich sage das in einer anderen Stimme noch, ne? Dass es besonders fromm rüberkommt. Und ich will das gar nicht ins Lächerliche ziehen. Manchmal erleben wir das, ja, wenn der Geist Gottes wirkt, dass wir auch sowas erleben. Aber ich glaube, dass die Gaben des Heiligen Geistes ganz natürlich fließen. Also wenn ihr mal an die Geschichte, wenn man mal zwei Beispiele an die Geschichte von Salomo denkt, das wäre ein Beispiel für die Gabe der Weisheit. Ja? Zwei Frauen kommen und streiten sich drum, welches die wahre Mutter ist von dem Säugling. Ihr kennt die Geschichte und Salomo sagt, wir schneiden das Kind in zwei Teile und das ist ein bisschen eine harte Geschichte, aber durch diese Weisheit Salomos wurde die richtige Mutter rausgefunden, nämlich die gesagt hat, also wenn er das Kind heilt, dann soll es die andere Mutter bekommen. Und das ist so eine Wirkung, da kommt ein Wort, wo auf einmal eine Klärung in der Situation reinkommt. Und es kann auch sein, wir alle haben manchmal erlebt, vielleicht zu Hause oder auch in der Arbeit, Besprechungen, wo man Probleme lösen muss. Und ich habe das schon manchmal erlebt, dann kommt einer mal, der sagt einen Satz, und du spürst, jetzt ist irgendwie ein Knoten gelöst. Das ist es. Ja? Lasst es uns so machen. Da löst sich jetzt die Spannung, weil das jetzt einfach ein guter Vorschlag war. Es gefiel allen gut. Es gefiel dem Heiligen Geist und uns. Also so ein Wort der Weisheit kann einfach auch mal ein Problem lösen. Wir dürfen damit rechnen, dass das auch natürlich fließt. Oder Gabe der Unterscheidung habe ich auch schon mal gehört. Alle sind gleich begeistert von irgendwas. Nehmen wir nochmal so eine Teamsituation. Und eine Person sagt, oh wartet mal, ich habe da irgendwie noch, ja, das fühlt sich für mich noch nicht rund an. Also ich habe noch irgendwie eine Frage da drin. Und das kann manchmal auch sein, da ist jemand, der ein Urteilsvermögen hat und sagt, lass uns jetzt mal nicht zu schnell vorangehen. Geisterunterscheidung heißt, zum Beispiel Samuel dachte, also die sieben Söhne Isais gesehen habt, ja, der sieht ja toll aus und der ist stark und der wird sein, ja, und herauskam, dass der David, der auf dem Feld war und der gar nicht unter den sieben vor ihm stand, der auserwählte König war und das, und Geisterunterscheidung bedeutet, ich sehe das Natürliche, aber da ist noch was anderes, ja, und Gott hilft mir zu unterscheiden, was von ihm ist und was vielleicht nicht von ihm ist. Also das ist ganz spannend und ich glaube, wir können diese geistlichen Gaben auch ganz natürlich in unserem Leben erleben. Also denkt bitte dran, die Früchte sind greifbar. Jetzt noch ein spannender Punkt, der auch noch wichtig ist, 1. Korinther 14, 32, da steht dieser Vers, die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Und das ist so ein Vers, wo man nicht so kurz drüber weglesen kann. Da bin ich auch hängen geblieben. Was heißt das eigentlich? Die neue Genfer Übersetzung schreibt, Propheten stehen schließlich nicht unter dem Zwang, reden zu müssen, wenn sie eine prophetische Botschaft empfangen. Ich finde das sehr entlassend. Das heißt eigentlich, wir behalten immer die Selbstkontrolle, wenn wir eine geistliche Gabe durch uns fließen lassen. Ich kann, wenn ich einen Eindruck bekomme für eine Person, immer entscheiden, sage ich ihr das jetzt oder sage ich das nicht? Dient es jetzt? Ist es jetzt gerade gut? Ist es nicht gut? Ich kann das auch für mich behalten. Ich finde das so wichtig. Ja? Da überkommt uns nicht irgendwas. Das hat nichts mit Schwarmgeist oder Gefühlen zu tun, sondern ich behalte immer in meinem Verstand,
Ich kann mich immer lenken, ich kann mich immer selber kontrollieren. Ich kann mir die Frage stellen, dient es jetzt gerade? Bin ich da in der Liebe, gerade wenn ich das weitergebe? Und das finde ich auch eine ganz wichtige Aussage für Geistesgaben. Also da übernimmt uns nichts und wir können da nichts mehr machen, sondern wir sind absolut noch Herr und Frau der Lage. So, und jetzt nochmal zurück zu diesem Gabenüberblick. Wenn du mal die nächste Folie einblendest. Das ist dann schon fast Richtung Gabenseminar, wenn man mal die ganz große Liste, also einfach die nächste Folie einblenden, Stefan, genau. Wenn jetzt Paulus zum Beispiel am Ende des 1. Korinther 12 schreibt, sind etwa alle Apostel, alle Propheten, sind alle Lehrer, da kommen dann auf einmal andere Dinge dazu. Wenn du praktische Hilfeleistung kommt dazu, Leitungsgaben kommt dazu, in Römer 12 kommt zum Beispiel Seelsorge dazu, Geben, die Gabe des Gebens, Vorstehen, sich um andere kümmern, Gabe der Barmherzigkeit dazu. Also das sind ganz verschiedene Gaben. Also wir haben jetzt vor allem die auf der linken Seite angeschaut, aber es gibt auch andere Listen von Gaben. Und Epheser 4,11 kennt ihr vielleicht auch, Apostel, Prophet, Evangelist, Hirte, Lehrer, also kann man so in einer Hand abzählen. Das sind auch, das ist ein bisschen komplex, gell, weil manche Gaben sind auch da, wo man was spontan, vielleicht Einmaliges passiert, aber jetzt eine apostolische, eine prophetische Gabe hat nochmal eine ganz andere Intensität. Das sind Personen, die dann eigentlich dauerhaft in einer hohen, großen Intensität in dieser Gabe wirken. Und mehr möchte ich dazu nicht sagen, weil wir heute ja eine Predigt und kein Gabenseminar haben. Nur, dass wir ein bisschen so einen Überblick bekommen. Und wenn wir jetzt von 1. Korinther 12 mal sagen, den 1. Korinther 13, das hohe Lied der Liebe, überspringen wir, weil wir alle voller Liebe sind, nachdem, was sie das letztes Jahr unser Jahresthema war. Schmunzel, schmunzel natürlich. Aber ich finde das spannend, dass Paulus sich eben Zeit nimmt und in 1. Korinther 14 macht er mit den Gaben übrigens weiter, zu sagen, Leute, wenn wir keine Liebe haben, dann vergesst alles. Ja? Aber jetzt kommt ein Problem, weil wir manchmal sagen, ja, die Liebe ist die höchste Gabe und die ist viel wichtiger als andere, finde ich ein falsches Verständnis. Die Liebe ist keine Gabe, die Liebe ist eine Frucht des Geistes. Und Paulus will eigentlich nicht jetzt sagen, guck mal, Liebe ist ganz wichtig und die Gaben sind nicht wichtig, sondern er sagt eigentlich, lasst uns die Gaben aus der Liebe heraus wirken. Das ist die Aussage. Ja? Also da wird nicht Liebe gegen Gaben ausgespielt, sondern das ist etwas, was zusammengehört. Ich habe euch vorher von dieser prophetischen Gabe berichtet, die mich so interessiert hat, nach der ich mich ausgestreckt habe. Und wir hatten mal ein Erlebnis, das war, glaube ich, ein Eheseminar und da war ein Ehepaar, das auch eine starke prophetische Gabe hatte. Und das Ehepaar stand vorne und hat über Ehepaare Eindrücke weitergegeben. Ja? Und es haben alle mitbekommen. Und das war der Hammer. Die Ehepaare waren so getroffen, waren so berührt. Und dann haben sie am Schluss gesagt, also ihr dürft jetzt noch Fragen stellen. Und dann hat einer was gefragt, was ich auch gefragt hätte, wie macht ihr das? Wie macht ihr das? Wie könnt ihr so spezifisch Ehepaaren dienen und Worte von Gott sagen, die so ermutigen und so treffen. Und ich werde nie vergessen, was das Ehepaar gesagt hat. Wir schauen die Leute an und wir beginnen zu spüren, dass die Liebe Gottes fließt. Ja? Und dass Gott diese Menschen so liebt. Und dann machen wir nur noch unseren Mund auf und stellen uns zur Verfügung, ja? Und sagen, wir wollen Kanäle sein, durch die dann auch der Geist Gottes fließen kann. Das finde ich total schön. Dass es einfach diese Liebesmotivation ist. Und genau, und ja, das hat auch mit Reifeprozessen zu tun, wie man in so einer Gabe wachsen kann. Und wir werden übrigens im November mal ein Ehepaar da haben, wo wir auch ein prophetisches Training mal anbieten an einem Samstag. Das wäre noch eine Ergänzung zu deinen Ansagen, wo wir da mal auch tiefer eintauchen. Also, das heißt, Paulus startet jetzt in 1. Korinther 14. Das soll also euer Ziel sein, ein Leben, das von der Liebe bestimmt ist, und bemüht euch um die geistlichen Gaben. Also bitte mitnehmen, Liebe und geistliche Gaben, nicht irgendwie oder. Das gehört absolut zusammen.
1. Korinther 14 ist jetzt noch ein Kapitel und dann kriegt man die Kurve damit, wo Paulus nochmal die Gabe des prophetischen Redens, der Weissagung und der Zungenrede besonders behandelt. Und ich habe da mit euch das mal so aufgestellt, dass ihr mal sehen könnt, wie Paulus jetzt in 1. Korinther 14, was sagt er zu dieser prophetischen Gabe und was sagt er zu diesem Sprachengebet. Und die erste Unterscheidung ist in Vers 2 bis 3, wo Paulus den Wesen und den Charakter der Gabe erklärt, dass sich die prophetische Gabe an Menschen richtet, wie wir es vorher bei der Annette gehört haben in unserem Beispiel, und die bewirkt Ermutigung und Trost. Beim Sprachengebet, das ist interessant, die richtet sich eigentlich gar nicht an Menschen. Die richtet sich eigentlich an Gott. Keiner versteht es, was ausgesprochen wird, bleibt ein Geheimnis. Finde ich schon mal eine ganz wichtige Unterscheidung, dass das verschiedene Wesensarten sind. Ja? Also ein Sprachengebet im ursprünglichen Sinne richtet sich gar nicht an Menschen. Und jetzt geht es eben weiter. Wozu dient die Gabe? Also was wirkt sie? Die Gabe, die prophetische, wirkt der ganzen Gemeinde. Und diese Sprachen, das Sprachengebet, bringt die Person selbst im Glauben weiter. Interessant. Sie dient der Gemeinde nur dann, wenn sie ausgelegt wird. Das finde ich sehr interessant. Also Sprachengebet, und Paulus sagt da dann nachher, ich bete mehr in Sprachen als ihr alle, scheint etwas zu sein, was eine Sprache, die ich zu Gott selbst direkt ausrichten kann und die mich selbst aufbaut. 1. Korinther 14, dann 18 bis 19, dann ist ja, dass der Paulus dann eben Werbung macht für die, also wenn du die nächste einblendest, wenn die Gemeinde versammelt ist, also wenn wir jetzt heute Morgen zusammen sind, will ich lieber 5 verständliche Worte sagen als 10.000 Wörter in einer Sprache, die keiner versteht. Ist ja auch logisch. Warum? Wir müssen diese Dinge verstehen. Also wenn ich jetzt in einer anderen Sprache reden würde, dann würde Paulus sagen, macht keinen Sinn, es wird nicht verstanden. Das heißt aber, das kann ich für mich trotzdem tun. Ja? Es geht hier eindeutig um eine Klassifizierung. Das Sprachengebet in der Gemeinde soll ausgelegt werden. Und das sagt der Paulus dann auch bei der praktischen Umsetzung im Verlauf einer Zusammenkunft. Das beginne ich mal auf der rechten Seite. Sollen nicht mehr als 2 oder 3, höchstens 3 reden, und zwar nacheinander, nicht gleichzeitig. Außerdem soll jemand das Gesagte in verständlichen Worten wiedergeben. Damit meint er, wenn ein Sprachengebet vorkommt. Kommt bei uns so gut wie nie vor. Wäre mal spannend, das zu erleben, wie sich das anfühlt. Aber dafür gilt dann, das sollte dann ausgelegt werden. Bei den prophetischen Gaben ist es übrigens auch so, das sollen nicht alle gleichzeitig reden, sondern 2 oder 3 hintereinander. Also, spannend, da gibt es eine Ordnung. Gell? Und das finde ich auch schön. Heilige Geist ist nicht nur Freiheit, sondern da ist auch eine Ordnung drin. Und bei den Korinthern musste der Heilige Geist ganz schön viel ordnen, weil da etwas Unordnung war. Vielleicht ist bei uns zu viel Ordnung und wir brauchen ein bisschen mehr Freiheit. Also nimm das mal mit so als Gedanken. Zum Sprachengebet noch, weil du das gesagt hast, Basti, mit Slowenien, wir waren auch einen Tag in Slowenien. Und ich habe dann versucht, weil wir dann im Restaurant waren, zumindest ein Wort in dieser Sprache zu können. Also wenn man nur Danke sagen kann, ja. Es ist ja gut, egal in welchem Land du bist, wenn du weißt, was Danke ist, kannst du zumindest im Restaurant so den Eindruck erwecken, dass du ordentlich Danke sagen kannst. Und selbst dieses Wort Danke war so kompliziert, dass ich mir den ganzen Tag überlegt habe, wie hieß das Wort nochmal. Und dann waren wir in Ljubljana, in der Hauptstadt von Slowenien, da waren so 2 Teenie-Mädels und da bin ich zu denen hin und habe so, oh hey, I have a question, can you please tell me, how do you spell the word thank you in Slovenia? Und also ich habe eben gelesen, dass so ein H und Fala und Hvala haben sie gesagt. Hvala. Und ich dachte, das ist Sprachengebet. Das hört sich an wie Sprachengebet. Und es war Hvala, ja. Und ich musste den ganzen Tag, was ist das nochmal? Hvala. Ist das nicht so einfach? Ich habe gestern Abend mit Anna und Chris Wolf in Madagaskar gezoomt. Die lernen gerade 50 bis 60 neue Vokabeln pro Tag. Auf Madagassi, 50 bis 60 pro Tag. Hey, da bist du fertig abends, oder? Da bist du fertig. Und das ist alles mit dem Verstand, wisst ihr? Und ich will das, ich drehe mal die Kurve, weil ich ein bisschen Werbung machen möchte.
für diese exotische Sprachenrede, weil der Charakter der Sprachenrede ist, dass wir da keinen Verstand dazu brauchen. Ja? Sondern dass es ein natürliches Fließen ist, ein Überfließen unseres Herzens zu Gott. Der Heilige Geist vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen, und das ist meine Überzeugung. Das darf ich für mich zu Hause machen, auch wenn es nicht ausgelegt wird. Ja, weil Paulus hat gesagt, ich rede mehr in Sprachen, als ihr alle glaubt. Glaubt ihr, dass alles ausgelegt wurde, dass der Paulus in Sprachen? Das glaube ich nicht. Also es ist eine Gabe, die Gott uns auch gegeben hat zur eigenen Auferbauung. Aber kein Druck. Es gibt Menschen, die in Sprachen sprechen und andere, die es nicht sprechen. Und wir sind hier auch eine Gemeinde, wir wollen verschiedene Überzeugungen auch willkommen heißen. Ich sage euch nur, was meine ist. Und mir hat es sehr geholfen, dieses Sprachengebet mit Gott in meinem Alltag in Verbindung zu stehen, an der Ampel zu stehen und einfach kurz mit Gott zu connecten, in einer anderen Sprache zu sprechen. Das ist eine wunderbare Art und Weise, in der Gegenwart Gottes zu sein. Zum Schluss drei Ermutigungen für euch für den Umgang mit geistlichen Gaben. Das erste ist, was ihr mitnehmen dürft, der Heilige Geist wirkt in uns ganz natürlich Übernatürliches. Steht übrigens in Markus 16, 17 auch drin. Es werden Zeichen denen folgen, die glauben. Wenn wir glauben, dann kommen die Zeichen dazu, kommen die Gaben dazu. Heilung, Menschen werden befreit, da steht dann sogar, sie werden in fremden Sprachen sprechen, steht da auch drin. Also das heißt, es ist wichtig, dass wir lernen, dass das ganz natürlich zu uns gehört und dass es nicht so die Äpfel sind, die ganz oben am Baum hängen. Das zweite ist, ich möchte uns ermutigen, dass wir uns freudig und mutig nach geistlichen Gaben aussprechen. Der Gebrauch geistlicher Gaben ist wichtiger als die Angst vor dem Missbrauch. Ich sage es nochmal, der mutige Gebrauch geistlicher Gaben ist wichtiger als die Angst vor dem Missbrauch. Natürlich haben Menschen schon manipuliert und geistliche Gaben missbraucht, aber wie schade wäre das, wenn diese Angst so groß wäre, dass wir aufhören würden, in den geistlichen Gaben zu leben. Amen. Also es ist wichtiger, dass wir mutig sind. Und ich habe es euch schon mal gesagt vorher, da machen wir Fehler, wir sind Menschen. Ja? Und das vermischt sich immer mit uns, ja? Aber trotzdem ist die Wirkung wunderbar und gut. Und es ist auch wichtig, wenn wir in unseren Gaben leben, das wäre der dritte Punkt, dass wir im Training bleiben. Viele von uns machen gern Sport, manche gehen ins Fitnessstudio, manche sind ganz versessen drauf, ihre Muskeln zu trainieren. Es ist gut, wenn wir unsere geistlichen Gaben auch trainieren und sie anwenden, wie ein Musikinstrument zu spielen, dass wir da drin bleiben und uns gegenseitig auch ermutigen. Ich möchte dir noch drei Fragen mitgeben zur Reflexion. Und schön, dass ihr auch schon kommt. Welche geistlichen Gaben hat Gott dir gegeben? Da gibt es ein ganz unterschiedliches Bewusstsein. Manche sagen, ich kenne meine geistlichen Gaben, ich habe mich viel damit beschäftigt, habe den Gabentest schon gemacht. Oder wie auch immer. Andere sagen, oh, ich bin da immer noch auf der Suche. Hey, das ist so wunderbar. Ich bin auch noch auf dem Weg und auf der Suche. Auch wenn ich schon sagen kann, ich glaube, dass ich mein Gerüst an geistlichen Gaben schon kenne. Und dann ist die Frage, lebst du darin? Wendest du sie an? Und was braucht es für dich, darin zu wachsen? Was würde dir helfen, dass es einen Raum auch bekommt, in diesen geistlichen Gaben zu wachsen? Und wenn Barmherzigkeit dazugehört und es jetzt nicht nur Zungenrede sein muss, dann siehst du umso mehr, wie natürlich das ist, das auch durch dich fließen kann. Wir haben viele Lehrer unter uns. Das ist interessant, eine geistliche Gabe ist auch Lehre, ja, Lehrer zu sein. Frage ich mich auch, ja, haben Lehrer immer eine geistliche Gabe des Lehrens? Vielleicht nicht. Vielleicht ist die geistliche Gabe des Lehrens eine ganz besondere Befähigung. Aber das kann ich selber nicht so richtig in Worte fassen. Ja? Also das seht ihr, wie so das Natürliche und das Übernatürliche so eng zusammenhängen. Das brauchen wir auch nicht übermäßig analysieren, aber nochmal ein schönes Beispiel, wie auch natürliche Gaben geistliche Gaben sein können, indem sie eine Wirkung haben, indem der Geist Gottes durch diese Gabe zu Menschen wirkt. Und die letzte Frage ist, gibt es eine geistliche Gabe, die Gott dir heute Morgen besonders aufs Herz legt? Und ich habe in der Vorbereitung einfach einen Eindruck gehabt,
Ja, und dann nochmal an dieses Bild mit dem Baum denkt, wo jetzt die Äpfel gar nicht so weit oben hängen, sondern in greifbarer Höhe. Ich habe empfunden, wie Jesus heute Morgen mit diesen Körben durch die Reihen läuft und sagt, schau mal, das ist alles da und das gebe ich dir und das ist nicht schwer. Was ganz gut ist, dass wir die Mut haben, die Hand auszustrecken und sie zu nehmen. Also es ist immer was, Gott teilt aus mit seinen Gaben, wie er möchte. Aber Paulus sagt, strebt danach, ja, ergreift sie, entfacht diese geistlichen Gaben. Also nimm mal diese Dynamik mit, welche Gabe möchte Jesus dir geben oder woran möchte er dich erinnern, dass er dir eine Gabe gegeben hat. Wo sagt er, entfache diese Gabe neu. Vielleicht gibt es aber auch eine Gabe, wo du sagst, boah, die nehme ich mir heute Morgen. Nach der strecke ich mich aus. Die hat mich immer schon ein bisschen interessiert. Ich war immer schon neugierig. Und ich möchte im Glauben da heute mal, das werden wir nachher machen, dann wisst ihr schon mal, warum die Äpfel da sind. Dann dürft ihr euch einfach ausstrecken nach einer Gabe. Ja? Und ihr könnt sagen, gut, die Äpfel sind doch eigentlich Frucht des Geistes. Aber ich hoffe, ihr nehmt heute mit, wenn wir eine Gabe haben, ist die Liebe, die Frucht immer mit dabei. Also die Gabe ist immer dazu da, eine Frucht zu bringen, eine Wirkung zu bringen. Das ist eins. Ich danke dir, Jesus, dass du heute Morgen hier bist, dass du durch diese Reihen läufst und dass du uns einen Geschmack geben möchtest, eine Freude, eine Leichtigkeit, Geistesgaben zu empfangen, das ganz natürlich zu verstehen und darin zu wachsen. Und gib uns den Mut, auch danach uns auszustrecken und in unserem Alltag, nicht nur in der Gemeinde, sondern am Arbeitsplatz, auch diese Gaben anzuwenden. Und danke, dass wir dieses Wort haben von dir, dass wenn wir an dich glauben, dass Ströme lebendigen Wassers fließen, dann fließt es einfach. Dann fließt es einfach. Und ich danke dir, dass es jetzt fließt. Heiliger Geist, dass es fließt. Und dass auch ganz natürlich in diesem Strom geistliche Gaben jetzt fließen ins Bewusstsein von jedem hier, für diesen wunderbaren Mix, weil jeder Gaben bekommen hat. Und danke, dass du uns führst und leitest, Herr, sie zu entdecken und zu ergreifen.